Der Konzer Verbandsgemeinderat hat am Donnerstagabend einen neuen hauptamtlichen Beigeordneten für die Verbandsgemeinde gewählt. Vor 60 Zuschauern hatte das Gremium die Wahl zwischen drei Kandidaten: Guido Wacht von der CDU, Christian Mews von der SPD und Egbert Dederichs von der FWG. Guido Wacht. Egbert Dederichs. Christian Mews. Nach drei Wahlgängen mit Herzschlagfinale stand fest, dass Guido Wacht gewonnen Guido hat. Wacht. Er bekam 20 Stimmen, SPD-Mann Mews 19, ein Christian Ratsmitglied Mews hat sich enthalten. Guido Wacht ist glücklich. Ja, Sie haben die Wahl gewonnen und sind jetzt der beigeordnete, hauptamtliche Beigeordnete der Verbandsgemeinde Korns. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, sehr gut. Also ich freue mich total, freue mich auf dieses Amt. Ich habe es mir ausgewählt und deswegen habe ich meine Kandidatur ja auch abgegeben. Und ich freue mich riesig, ja, dass ich dieses Amt machen kann. Und wie hoch war der Puls vorhin? Der war schon extrem gewesen. Gut, man weiß, das ist eine politische Wahl. Da sind nicht nur Qualifikationen entscheidend, sondern ja, es ist eine politische Wahl. Und er war sehr hoch gewesen, ja. Sie haben heute Ihre erste Sitzung als Bürgermeister gehalten. Es war eine besondere. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ich bin erstmal erleichtert, dass wir auch eine Entscheidung getroffen haben, wenn auch eine sehr knappe, die ohne einen Losentscheid zu Ende ging. Denn das wäre die schlimmste Variante gewesen, wenn wir heute Abend ein Los hätten ziehen müssen. Jetzt ist es entschieden. Und die demokratische Mehrheit hat sich für den Guido Wacht entschieden. Meine erste Sitzung war wahrscheinlich die spannendste im gesamten Jahr. Und mit dem Ausgang bin ich zufrieden. Okay.